Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde eher sagen, guten Morgen. Es ist nämlich relativ früher Morgen. Ich habe schon geduscht, habe mich schon in... Ich hätte vielleicht wenigstens eine Minute lernen sollen, wie man spricht, damit ich das Video ordentlich machen kann und mich nicht im fünften, dritten, vierten Satz verspreche. Guten Morgen, Dies. Ich habe schon geduscht, habe mich um den Hund gekümmert und alles Mögliche. Und ich dachte mir, ey, es ist doch eine super Gelegenheit, einen Vlog zu drehen und euch mitzunehmen bei meinem Tag. Und ja, ich weiß, der Winkel ist gerade ein bisschen mysteriös. So von unten schräg nach oben filmen ist nicht der beste Winkel. Aber ich hatte keine Lust, die Kamera zu halten, weil kein Bock auf Muskeltraining am Morgen. Ihr wisst ja, ich liebe es, Listen zu schreiben. Und ein guter Tag ist für mich nur einer, an dem ich eine To-Do-Liste habe. Und Wochenplan mache ich ja auch immer. Ach Digga, ich teste immer so To-Do-Listen. Guck mal, das ist meine von gestern. Alles klar, weißt du Bescheid. Und die ist leer. Und ich teste da immer verschiedene und gucke. Die hier feiere ich leider gar nicht. Also viel zu wenig Platz für Aufgaben, weil guck mal, das sind die Sachen, die ich jeden Tag so regel meistens. Und hier ist einfach zu wenig Platz. Dann so ganz viele Sachen nebeneinander. Trinken mache ich per App. Also ich schaue immer, dass ich da ausreichend trinke. Also, na, nicht so mein Film, aber ich mache es jetzt trotzdem leer. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt ihr To-Do-Listen? Wenn ja, schreibt ihr sie wie oft? Bla, erzählt mir das gerne ein bisschen. Wenn nein, warum nicht? Und schreibt mir auch gerne, was gehört für euch zu einer guten To-Do-Liste dazu. Also ich merke immer wieder, dass ich die eine perfekte To-Do-Liste noch nicht gefunden habe. Das ist natürlich ein bisschen doof. Es hat für mich nur Vorteile. Du bist fokussierter, du bist konzentrierter, du schaffst mehr am Tag. Also ich liebe To-Do-Listen. Und glaubt mir, es ist ein ganz anderes Feeling, ob du sie abkreuzt mit schriftlich, okay, oder auf dem Handy und so. Ich habe das auch ewig auf dem Handy gemacht, aber naja. Auf jeden Fall schreibt mir dann gerne eure Erfahrungen. Das interessiert mich. Boah, Digis, ganz ehrlich, das ist auch interessant. Wenn ich jetzt kein YouTube-Video drehen würde, dann würde ich mich jetzt nicht schminken. Weil ich finde es total unsinnig, mich zu schminken, wenn ich so ein Pflaster drauf habe, weil ich dann eh keine Foundation benutze. Es ist ja eigentlich auch unsinnig, weil ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ihr habt mich jetzt schon ungeschminkt und verpennt gesehen. Und trotzdem finde ich es irgendwie komisch, ungeschminkt ein YouTube-Video zu drehen. Vielleicht, weil ich das auch so selten bei anderen Leuten sehe. YouTuber in meiner Größe, die jetzt die ganze Zeit ungeschminkt sind. Wobei ich gucke jetzt auch nicht so viele YouTuber davon mal ab, ne? Aber ich fühle mich dann doch irgendwie wohler, obwohl ihr meine Marke kennt. Ihr kennt meine Augenringe bis zum Arsch. Ihr kennt meine Pickel teilweise, die Familien bilden und so. Es gibt auch wenig YouTube-Videos, in denen ich komplett ungeschminkt bin. Wobei ich fühle mich auch ein bisschen wohler, wenn ich geschminkt bin, ne? So ein bisschen Augenringe kaschieren. Nachher haben wir einen Termin mit einem Versicherungsmann. Dann ist das auch nochmal freundlich und offen. Ja, Digis, das ist jetzt der fertige Look. Kommen wir zu einer weiteren unliebsamen Aufgabe. Immer so eine begehbare Dusche und Bro, ich wusste das ewig nicht, aber man muss die auch leer machen ab und zu und putzen. Da ist so ein Teil drin, ich erspare euch jetzt, dass ich schmutzig raushole. Das putze ich einfach mit so einer Bürste hier, das ist so die Badezimmerputzbürste, damit das Wasser immer ordentlich abläuft, weißt du. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das, manchmal macht Schatzi das, je nachdem, weil ich verliere immer so viel Haare, weil ich auch so viele habe, dass du das schon regelmäßig ausleeren musst, ne? Widmen wir uns dem Ganzen mal. Das ist eigentlich so das Frühstück, das ich in letzter Zeit am häufigsten esse. Ich will ein bisschen auf meine Linie achten, Bro. Eiweißbrot, Käse, Tomaten, Paprika, so Hühnchenkram und so ein Joghurt. Macht gut satt, geht gut klar. Guten Appetit. Richtig, richtig schön. Die Blumen hat Schatzi mir gestern mitgebracht. Wenn ein Mann dir Blumen mitnimmt, ich finde, das ist immer was sehr, sehr Schönes. Bro, selbst wenn sie irgendwie geklaut werden, wobei vom Feld geklaut, ne, nicht aus dem Garten. Es muss nicht immer teuer sein. Einfach Blumen, weiß nicht, ist eine mega schöne Geste, mag ich sehr gerne. Oh, ich werde euch dieses Buch in der Infobox verlinken. Das habe ich auf TikTok gesehen. Ich liebe Selbsthilfebücher und Ratgeber und so. Und das ist richtig, richtig, richtig klasse. Also wow. Ich habe so wenig gelesen und schon so viel markiert. Und es hat so viel mit meinen Gedanken gemacht. Und hundertprozentige Empfehlung. Also wenn ihr auch gerne sowas lest, ist super angenehm zu lesen und so. Kauft es gerne über die Infobox. Und ich wollte euch einmal etwas zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe, was ich mir ausgesucht habe. Denn ich habe bei Idol of Sweden diese Produkte hier ausgesucht. Einmal so eine Tasche. Allein die Verpackung finde ich sehr...
sehr hochwertig. Check das mal ab. So, Bro, da war die Tasche drin. Da fühlt man sich richtig gut beim Auspacken. So, das alles ganz frisch, ganz neu und ziemlich süß. Ich versuche so mit kleinen Handtaschen. Ne? Ich muss mich noch dran gewöhnen, aber ich finde das eigentlich ganz schick, wenn du so eine kleine Tasche hast. Dann habe ich hier einmal diese Kosmetiktasche mir ausgesucht. Ich bin so ein schwarz-goldener Typ, weißt du, auf ganz chillig, ganz entspannt. Und so eine Bauchtasche. Da war ich unentschlossen, ob ich schwarz oder dunkelgrün nehme. Ich habe aber dieses Grün genommen mit Gold. Ja, die haben dann hier so eine Verpackung für AirPods. Finde ich cool. Habe ich aber noch nie gehabt. Also eine Tasche mit extra für die AirPods. So, Bro. Ja, so. Kann man machen, ne? Wenn man Bock drauf hat. So, die sah sehr, sehr stylisch aus, auch in so einer Verpackung. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Marke I Love Sweden kennt. Die haben ziemlich viele verschiedene Produkte, hauptsächlich Handyhüllen und so ein Kram. Handyhüllen, sag ich euch ganz ehrlich, wäre ich vorsichtig mit, weil ich bin jemand, mein Handy fällt mir. Und da lege ich keinen Wert auf Optik. Da habe ich einfach eine ganz feste Hülle, so dass mein Handy permanent runterfallen kann und immer eine Panzerglasfolie. Aber I Love Sweden ist so eine Marke für die stylischen Gangster. Es gibt ja Leute, Bro, die sind von Kopf bis Fuß stylisch. Und wenn euer Handy nicht so oft runterfällt und euch wichtig ist, dass es hübsch aussieht, da haben die echt schicke Hüllen, auch Hüllen, du weißt, was ich meine, Bro. Auch hier, also das ist ja schon so, also es ist sehr qualitativ krass, ne? Das ist halt echt auf heftiger Styler. Powerbanks, Taschen, also die haben wirklich alles Mögliche. Und ich habe mir halt diese drei Sachen ausgesucht und fand die da ganz chillig. Was sie auch haben, was meine beste Freundin zum Beispiel immer nutzt, sind solche Taschen. Da packst du hier dein Handy rein, immer passend auf dein Modell zugeschnitten. Kannst hier Geld reinpacken, Karten und Busfahrkarte und sowas. Und hast so eine Mini-Klatsch. Also die haben echt viele verschiedene Produkte. Checkt es gerne ab. Und ich habe einen ziemlich coolen Rabattcode für euch. Der ist in der Infobox verlinkt, weil Idol of Sweden hat demnächst Sale. Und dort haben sie 20-30% Rabatt auf alles. Teilweise 50% ab einem Wert von 99 Euro, Bro. Und mit meinem Code kriegst du nochmal 15% Rabatt auf alles bis zu 99 Euro. Checkt es gerne ab, es ist in der Infobox verlinkt und vielleicht findet ihr dort coole Sachen. Nutzt meinen Rabattcode, die Firma freut sich, weil sie sehen, Özlems Werbung kommt an. Ihr freut euch, weil ihr spart und ich freue mich auch. Alle freuen sich. Jetzt freuen wir uns auch, aber nur ein bisschen, weil wir müssen ein paar Verpflichtungen erledigen, da habe ich nicht so Lust zu. Aber wir machen auch coole Sachen, also kommt, wir starten jetzt den Tag frisch gestylt, nicht stinkend, sondern duftend wie ein Engel. Bro, mach nicht so einen Film, einfach weil du geduscht bist und geschminkt. Das machen andere Menschen jeden Tag. Oh, das ist mein heutiger Look. Natürlich Freddy Wear Jeans. Wenn eine Hose, dann deren Marke. Bonprix Oberteil. O-Markt. Oberteil vom Flohmarkt. Michael Kors Tasche. Ohne Scheiß, die Gies. Ich habe so viele Handtaschen, ne? Was heißt so viele? Aber schon einige, klar, doch. Aber ich trage immer dieselbe. Hier sind Sachen, die ich noch verschicken muss, wo mir aber noch Kartons fehlen. Das sind für Follower-Sachen. Da ist einiges, was jetzt auf jeden Fall ins Auto muss. Pakete zum Wegschicken, Retouren, Sachen für die Altkleidersammlung, Pfandflaschen, Altglas, Mülltrennung ist wichtig. War es mir mit Anfang 20 nicht, aber jetzt, Bro, muss sein. Ja, lass uns mal alles ins Auto schleppen. Der erste Schritt auf unserer Vergnügungsreise führt uns zu Teddy. Teddy ist einer meiner Lieblingsläden, wenn es um günstige Sachen geht. Da kaufe ich immer bestimmte Produkte. Guck mal, ich habe immer so eine Einkaufsliste und da speichere ich Sachen zum Einkaufen. So Standardläden, wo ich immer bin, zum Beispiel Edeka oder so. Aber auch so Sachen wie Teddy oder Ikea, wo ich halt nicht so oft bin. Hoffentlich haben sie hier die Sachen, die ich brauche. Ohne Scheiß, Digis, ist das bei euch auch so? Ich habe letztens was bestellt und da war so Konfetti drinnen, ne? Um mich wahrscheinlich zu erfreuen. Konfetti ist cool. Bro, ich war so genervt. Ich habe wochenlang Konfetti zu Hause entfernt. Also mich erfreut es nie, wenn Konfetti in dem Paket ist. Egal, was in dem Paket ist. Freut ihr euch über Konfetti im Paket oder denkt ihr auch eher so... Nee. Guck mal, Teddy hat echt manchmal richtig schicke Sachen, ne? Zum Beispiel die Dinger hier für 5 Euro habe ich auch zu Hause. Da habe ich so richtig mein Parfum drauf. Und das ist ein Unterschied, ob dein Parfum einfach so drauf steht, irgendwie auf dem Regal oder ob sowas da drunter ist. Das sieht nochmal so ein bisschen feiner aus. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, weißt du? Ey, glaub gar nicht, wie viel Geld ich in meinem Leben schon ausgegeben habe für Ordnungsboxen. Ich habe da echt einen Tick. Und irgendwann, ganz ehrlich, habe ich so viel Ordnungsboxen gehabt, dass die sogar für Chaos gesorgt haben. Also ganz nervig, weil... Umso mehr Sachen du hast, die du ordnen musst, umso mehr Chaos hast du. Ja, ich muss da kurz rangehen. Nie kriege ich Anrufe, weißt du? Manchmal ruft wochenlang niemand an, aber jetzt. So, was ich auf jeden Fall hier kaufen wollte, sind diese großen Haarspangen. Die kaufe ich immer bei Teddy, also immer schon alles in Richtung Haarspangen, was diese kleinen Haarkrebse angeht. Das ist einfach hier im Preis-Leistungs-Verhältnis am besten, Bro. Du zahlst 1 Euro teilweise für 12 Stück hier oder 24, 21, whatever. Die kaufe ich immer hier. Oh Mann, ey, was ich unbedingt bei Teddy suche und das immer wieder, sind so Herzschüsse.
Die habe ich irgendwann mal gekauft. Das sind so kleine Teller. Und dann gab es sie nicht mehr in groß, nur noch in klein. Guck mal, hier sind die, aber nur in klein. Guck mal, die sind das. Und die gibt es auch, die gibt's halt auch in groß, weißt du? Und das sieht so schön aus. Egal, was du an Essen zubereitest, wenn du es in so eine kleine, süße Form machst, sieht es immer automatisch besser aus. Ich nehme hier von 2 Stück mit. Aber die großen suche ich leider vergeblich. Guck mal, die Schüsseln meine ich. Aber nur in weiß, ne? Egal, was du an Essen reintust, es ist halt immer viel süßer. Aber ist nicht mehr, zumindest nicht hier. Ja, moin, süß. Kam gerade eine Followerin auf mich zu und meinte, dass sie mich kennt. Ihre Tochter daneben, ihre Tochter guckt nur, juckt sie gar nicht. Die Dame guckt so, ich sehe, ja, doch, das kann sein. Bei Teddy sind wir fertig und das ist mein Einkauf. Haarspangen, Paketklebeband, Mini-Herdschüssel. Jetzt bezahlen und dann ab zu Kick. Angekommen bei Kick, checken wir mal ein bisschen die Mode ab. Wisst ihr, was richtig hübsch aussieht, was ich sehr, sehr gerne mag? Jetzt nicht unbedingt diese Farbe. Ich hatte mal einen Lippenstift in der Farbe, sah echt heftig aus. War nicht so gut. Aber solche Strandtunikas ziehe ich auch manchmal gerne über die Kleidung. Kaschiert ein bisschen, sieht manchmal sexy aus, manchmal süß. Vielleicht auch interessant für die kurvigeren Ladies unter euch. Jetzt erstmal die Sommerkleider abchecken. Also es gibt so Sachen, die würde ich mir nicht unbedingt bei Kick holen. So T-Shirts, die haben null Schnitt und haben nicht so einen heftigen Stoff. Ich meine, okay, Bro, was erwartest du für 2 Euro, ne? Oder so Leggings oder so. Aber ich habe Sachen, die sehen teilweise so gut aus, zum Beispiel so Kleidchen oder so Tops. Da kannst du manchmal richtig Glück haben und vielleicht habe ich das ja heute. Guck mal, das hier zum Beispiel werde ich mir mitnehmen. Das will ich mal anprobieren. Ich muss natürlich auch sagen, Kick gibt mir ein gutes Gefühl, ne? Hier habe ich immer Größe 42 und das ist gut. Bei H&M teilweise letztens anprobiert, 48 passt nicht, 46 teilweise nur. Ich denke so, okay, Bro, was los? Weil meine offizielle Kleidergröße ist 44. So, Bro, dass es mal 46 sein kann, okay, dass mal 42 ist, okay, aber dass 48 nicht passt. Deswegen, wenn ich weiß, es ist nur eine Zahl, aber es kann einen schon im falschen Moment nerven, ne? Naja, ich guck mal weiter zum Anprobieren. Alles klar, ich habe schon beim 5-Euro-Stand sehr viele Kleider zum Anprobieren gefunden. Gute Nachricht, ich habe super viel zum Anprobieren gefunden. Schlechte Nachricht ist, in 40 Minuten haben wir einen Termin mit unserem Versicherungsberater. Das heißt, ich werde jetzt nicht gemeinsam mit euch anprobieren, sondern alles auf schnell. Und wenn ich etwas gefunden habe, was ich behalte, zeige ich euch das später. Meine Organisation, ne? Ich bin so ein fleißiger Mensch und ich liebe es zu organisieren. Aber manchmal ist meine Planung einfach so... Müll. Jetzt erstmal Pakete wegbringen. Bei Kick habe ich einiges gefunden, aber das zeige ich euch später, weil ich mache jetzt eine Drehpause und beeile mich ganz schnell, weil der Termin. So, das Gespräch mit dem Versicherungsmanager ist jetzt fertig und wir wurden gut beraten, kriegen morgen mehr Infos. Jetzt koche ich erstmal. Das gibt es heute bei uns zu essen. Ich habe so Hunger. Die Pommes sind schon am Start. Was wollte ich euch sagen? Ich kann kaum denken vor Hunger. Mein Zick-Level ist auch ein bisschen hoch, aber ich will euch jetzt nicht anzicken, so, ne? Weil ne, euch will ich nicht einfach so anzicken, aber Schatzi zicke ich immer an. Hexe. Ja, wollte ich mal sagen. Und danach fahre ich einkaufen, weil wenn ich jetzt so hungrig einkaufen gehe, das ist nicht gut, weil dann kauft man viel mehr, als man kaufen wollte. Deswegen lecker Hähnchenburger mit Mozzarella. Ja moin, ich habe vergessen, euch das fertig zu zeigen. Ich habe schon abgebissen, aber so sieht unser Mittagessen aus. Guck mal, ich habe jetzt extra alles auf den Boden getan. Ich habe mir für 33 Euro 4 Sachen gekauft. Einmal diese Tunika, dann dieses schöne Blumenkleidchen, dann dieses Top und... diese Bluse. Ja, moin, Diggis. Viele Sachen in 42 waren doch ein bisschen zu eng. Ich habe dann 44 genommen oder wie es passt oder so, weißt du. Hauptsache, die Passform ist gut. Bro, es geht mir auch nicht darum. Bei H&M ist das, was mich halt aufregt, so. Du gehst da hin, du hast normalerweise 42 und 48 passt dir nicht. Und das kann echt Komplexe machen, Digga. Gerade im jungen Alter, ne? Jetzt bei mir, okay, ich bin eine reife Lady, ich weiß Bescheid. Super reif bist du, dicker, dicker, dicker. Aber das nervt halt manchmal, ne? Und hier habe ich auch so 46, 44. Eins habe ich sogar in 48 genommen, damit da richtig schön viel Platz ist und so. Alles klar. Aber ich hatte auch schon Zeiten, da habe ich Größe 40, 42 gehabt und es hat mir bei H&M 48 nicht gepasst. Und das regt einen auf, weißt du, wie ich meine? Oh Gott, ich bin aus der Puste. Oh, was ich euch auch unbedingt zeigen wollte, Digga. Guck mal, was ich mir geholt habe. 40 Euro für ein Rouge. Nur um den für TikTok zu testen. Ich bin gespannt, ob der so gut ist, weil der gerade trendy unterwegs ist. 40 Euro, Digga. Tschüss. Was denkst du, wer du bist, Dior Mio? Und guck mal, das habe ich extra nicht ausgepackt. Das wollte ich nämlich mit euch zusammen auspacken. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke Detox kennt. Vor 6 Jahren, irgendwie so, war ich mal mit Schatzi bei Douglas. Da haben wir von denen Produkte gekauft. Und die waren schon höherpreisig, so 20 Euro für ein Produkt und so, ne? Und 6 Jahre später, Digga, arbeite ich mit denen. Die haben mich angefragt. Ich bin so stolz. Die haben mir jetzt ein Paket geschickt von denen, um Sachen von denen auszuprobieren. Wobei ich schon viele Sachen von denen kenne und schon getestet habe für meine YouTube-Videos. Aber ich sollte nochmal einen besseren Überblick bekommen. Digga, warte, ich mach mal kurz die Stillschleife auf. Also verschiedene Sachen, weißt du, weil ich will schon Sachen, also Produkte
von Firmen testen, bevor ich mit ihnen arbeite, um mir ein Bild zu machen. Ich habe zwar mit der Marke bisher gute Erfahrungen gemacht, aber ich kenne ja auch nicht alle Produkte. Guck mal, 6 Jahre Arbeit, jetzt bin ich hier. Das macht mich stolz. Ja, ich habe ja jetzt auch nur... Digga, ich muss auch mal ein bisschen mich einspielen. Ich stink voll nach Fett vom Essen. Ja, ich war ja ein bisschen spät dran. Deswegen war ich nicht einkaufen. Also ich war jetzt nur Pakete wegbringen, aber ich muss ja noch einkaufen. Oh, Pfandflaschen muss ich auch noch wegbringen. Nein, ich erledige das heute. Ich will es heute hinter mich bringen. Ich mache das heute. Aber ich musste nach Hause. Ich musste was essen. Und wir hätten noch ausgehalten, aber wir hatten halt den Termin, weißt du? Deswegen jetzt... Was will ich jetzt machen? Digga, bin ich dumm? Ich fahre jetzt Flaschen wegbringen und einkaufen. Bevor wir jetzt einkaufen, nehme ich noch ein Autogramm mit. Boah, das sind meine Special-Autogramme. Die kriegt man aktuell nur persönlich oder bei Gewinnspielen oder bei Treffen. Weil die Kassiererin bei Kick war ganz aufgeregt und war eine Zuschauerin und hat mich nach dem Autogramm gefragt. Und ich dachte mir, Digga, komm, bevor ich jetzt irgendeinen random Zettel unterschreibe, ich weiß, ich bin eh später zu Hause, weil ich nochmal in die Nähe muss, bringst du vorbei. Auf netter Gangster. Auf süß. Sind wir wieder bei Kick und ich bringe der Dame dann das Autogramm. Das Autogramm? Den Autogramm? Was ist gerade los mit deinem Gehirn? Hallo. Ich bringe ihr das Autogramm. Die Autogrammkarte. Nee, das Autogramm. Kennt ihr das, wenn Sachen so komisch klingen? Ja, und dann gucke ich mich auch noch mal in der Dekoabteilung. Und man weiß ja nie. Wenn ich schon am Klüngeln bin, ich bin ja echt so ein Heimscheißer, weißt du? Also nur zu Hause und bin halt auch gern zu Hause. Aber wenn ich schon unterwegs bin, dann kann ich noch mal einen genaueren Blick auf die Deko werfen. Boah, jetzt stehe ich vor einer schweren Entscheidung. Jetzt habe ich hier nämlich Herzteller gefunden. Ich weiß nicht, ob sie zu Hause in meine Herzteller passen, weil ich glaube, die hier sind ein bisschen zu groß. Hier sind aber mehrere. Jetzt denke ich, Bro, scheiß drauf. Nimm welche mit und dann gucke ich so und sehe halt auch so, also eine Platte, Digga, ist doch auch immer hübsch irgendwie, um was rauf zu tun oder so, weißt du? Aber ich denke so, nein, bleib stark hier, jetzt übertreib nicht. So zum Servieren und so, ne? Boah, so eine süße Kellogg-Schüssel. Boah, ich kann doch nicht Geschirr kaufen, nur weil es hübsch ist. Ja, okay, aber wer sagt, dass ich das nicht kann? Die Schränke, der Platz in den Schränken. So eine kleine Schüssel für einen Nachtisch ist schon süß. Ich habe Nachtischschüsseln. Was kann man hier denn reintun? Guck mal, das sind Frauen. Das sagt Schatzi immer wieder, das ist eine Theorie. Ein Mann geht in einen Laden, oh, ich muss mir 3 Becher kaufen, Kaffeebecher, fertig. Er geht rein, holt sie, tschüss. Eine Frau geht in den Laden. Oh, das ist hübsch. Oh, aber wofür kann ich das verwenden? Das ist der Unterschied. Guck mal, was ich auch gefunden habe, ist zum Beispiel diese Unterlage und die fand ich total hübsch und da kam mir die Idee, dass man das auch als Hintergrund für Fotos machen könnte. Ich habe das jetzt mal getestet, ob das vielleicht so unruhig ist oder so. Aber nö, geht klar und schon hast du für 1,60 Euro so eine schöne Fotohinterlage, die du aber auch zu Hause als Untersetzer benutzen kannst. Ey, ich bin so ein Opfer. Nein, aber es ist so süß. Ich habe auch ein Ding, was so ähnlich aussieht. Also wir bleiben stark. Wir legen ihn weg. Leb wohl. Alles klar, muss man überlegen. Die anderen Kunden sehen hier so eine Tussi. Mit so einem Spielzeug reden. Ich bleibe jetzt erstmal stark und kaufe die Herzdinger nicht, weil vielleicht finde ich ja doch die einheitlichen von Teddy, damit sie alle schön zusammenpassen. Und ich kaufe auch nicht die schöne Platte, weil ich habe gerade überlegt, Bro, wann habe ich das letzte Mal Essen gemacht, was so schön auf so einer Platte verteilt. Also, nee, noch nicht. Wir bleiben stark. Aber wir wissen jetzt, wo wir es kriegen. Guck mal, die ist voll süß. Wobei ich Rodi nicht aus sowas raustrinken lasse, weil Stefan, da sind 20 Hunde und die trinken was davon. Aber dann ist einer krank. Nee, ich bin da vorsichtig. Aber guck mal, trotzdem voll süß, dass sie das hier so haben. Guck mal, Digis, ich habe mir neue Schuhe gekauft. 60 Euro haben die gekostet. Also ich muss sagen, ich finde Nike besser als Adidas. Aber es ist so schwer für mich, schöne Schuhe zu finden in Größe 42. Meistens 42,5. Aber ich finde die hier ganz chillig. Freue mich drüber. Deswegen wollte ich euch erzählen. Alles klar, schlechte YouTuberin, mein Akku ist leer. Ich sehe schon das Ding blinken. Wir quatschen zu Hause nochmal. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Digga, ich habe vergessen, meinen Schnurrbart zu machen. Sehe ich gerade. Okay. Das war ein recht verplanter Tag. Meistens sind meine Tage recht verplant. Und es gibt halt viel, was ich euch nicht zeige, weil ich in dem Moment nicht dran denke oder die Kamera nicht mit habe oder sowas. Zum Beispiel, wie ich immer die Küche putze nach dem Kochen oder während dem Kochen und dies und das und bla. Aber alles in allem habe ich doch einen schönen Tag mit euch verbracht. Und ich freue mich, dass ich eine schöne Ausbeute hatte. Ja, während wir quatschen, kann ich mich ja schon mal Feierabend fertig machen. Ja, moin, ich habe gerade überlegt, mein BH auszuziehen, aber das mache ich dann noch, wenn die Kamera aus ist. Digga, BH ausziehen ist immer so Feierabend-Feeling. Guck mal, ich habe schon eine andere Hose an. Ah, hier siehst du das. Oh. Oh, echt Knieprobleme, ne? Ich war auch schon bei verschiedenen Ärzten, keiner weiß warum. Ein Arzt hat gesagt so, ja, nehmen Sie 20 Kilo ab. Danke, okay. Ich meine, okay, Übergewicht kann halt auch zu Knieproblemen führen, aber ich kenne auch welche, die wiegen über 100 Kilo und haben keine Knieprobleme.
Probleme? Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Wie kommen wir jetzt da drauf? Ja, alles klar, weil ich einmal aufgestanden bin. Digga, wisst ihr, was mir vorhin passiert ist? Ich bin nach Hause gefahren, da ist eine ältere Dame vorbeigejoggt. Bro, sie war 50, 55, 60, irgendwie so. Sagen wir mal 55. Na doch, nein, vielleicht schon 60. Ich schwöre, sie ist schneller gejoggt als ich. Ich guck so, ich war am Fahren, ich guck so, ich denke so, okay, konzentriere dich auf den Straßenverkehr. Was ist da los? Und ich denke so, wow, hammer krass. Ja. In diesem Sinne, Digis, ich denk dran, Rabattcode für I Love Sweden ist in der Infobox. Auch wie lange er gültig ist, dies, das, nochmal alle Infos. Und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Zweimal die Woche kommen neue Videos auf meinem YouTube-Kanal. Abonniert ihn doch gerne kostenlos, Digga. Damit unterstützt ihr mich. Und in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne sag ich Tschüsschen mit Küsschen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.